Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu hier auf den Seeschauminseln. Hier befinden wir uns und ich wollte ja ein bisschen trainieren. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber hier haben wir dafür ein schönes, schniekes Pokémon, was wir gemeinsam fangen können. Und zwar ein neues Lamus haben wir noch nicht gefangen. Schon mal ein fabelhafter Wurf und mal gucken, vielleicht bringt das ja schon mal Glück. Jo, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein perfekter Einstand in diesem Part? Zuletzt hatten wir so megamäßig Pech mit dem Rossana, aber hier eine Masse Erfahrungspunkte und ein neuer Eintrag im Pokédex. Perfekter Einstand, wirklich. Es wird ein ruhiges Leben in der Nähe des Meeres. Verliert es das Muschas an seinem Schwanz, wird es wieder zu einem Fleckmon. Okay, wünschen wir ihm nicht, dass er zurück zu einem Fleckmon sich entwickelt. So, jetzt wollen wir hier auf jeden Fall mal, nachdem wir zuletzt hier ein paar Pokémon gefangen haben, strategisch, wie gesagt, durchgehen und mit Wuchtstoß können wir hier diese Felsen verschieben und das müssen wir auch, denn für ein späteres Rätsel ist dies sehr, sehr, sehr wichtig in jedem Fall. Und hier haben wir ein weiteres Pokémon, was wir noch nicht gefangen haben, meiner Meinung nach, und zwar ein Yugong. So, auch das sollte ja machbar sein. Es sei denn, es bewegt sich immer weg. Das ist natürlich dann weniger schön. Leute, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt habe ich mich gerade eben schon gefreut, dass es in diesem Part mit dem Fang ganz gut läuft. Und ja, kein Kommentar, meine Güte. So, das erste Mal, dass wir es in einem Pokéball bekommen, nach 10 Pokébällen. Und natürlich befreit es sich. Wie hätte es auch anders sein sollen? Ja, wir haben es hier geschafft, seit dem letzten Part über 50 Hyperbälle zu verschwenden. Oder größtenteils zu verschwenden und es will einfach nicht drin bleiben. Das wird hier Rossana 2.0, ich sehe es schon kommen. Ja, es ist einfach so. Na, daneben die letzten zwei Hyperbälle. Jetzt musst du langsam mal drin bleiben. Aber es wird einfach nicht funktionieren hier. So, letzter Hyperball. Super. Jetzt müssen wir volle Kanne auf Superball gehen. Das ist in der Tat sehr super. So, vielleicht bringt das ja mehr Glück. Unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Oh ne, oder? Natürlich, es ergreift die Flucht. Jetzt haben wir alles umsonst gemacht. Okay, das mit dem Yugong lassen wir am besten. Will einfach nicht ins Pokéball, das gute Pokémon. So. Auch diesen Stein hier jedenfalls schieben wir hier mal. Und ich glaube, diese Steinchen müssen wir auch, ja, mehrere Male in die jeweils untere Etage befördern. So, genau, jetzt haben wir das hier. Und jetzt noch eine Etage tiefer. Warum das Ganze, fragt ihr euch vielleicht? Das hat noch einen entscheidenden Effekt, der, wie gesagt, sehr wichtig ist, um hier auch schlussendlich diese Höhle auch verlassen zu können. Um also schlussendlich weiterzukommen oder weiterkommen zu können. So. Ja, da hinten haben wir auch hier das zweite Steinchen und auch dieses Mal ab nach unten damit. Jetzt haben wir schon ins dritte Untergeschoss befördert und können auch einfach mal eine Runde tiefer gucken. Okay, hier sehen wir die beiden Steinchen. Schön parallel. Nur noch hinkommen irgendwie. Und ein Pokéball einsammeln. TM 55 Eisstrahl. Okay, das hat sich mal richtig gelohnt. Schon eine ziemlich starke Eisattacke. Und ganz ehrlich, für den späteren Spielverlauf könnte ein Eisstrahl auf jeden Fall noch wichtig werden. Natürlich auch speziell, wenn dann die Eis- bzw. die Drachen-Pokémon kommen.
So, das Fleckmann will ich ehrlich gesagt nicht wirklich fangen. Also nichts wie weg hier. Sonst einfach so vor die Flinte gelaufen. Nicht so schön. So, okay. Wie können wir jetzt hier am schnellsten zu dem Steinchen? Am besten einfach ins Loch reinstürzen. Sehr gut. So. Perfekt. Nummer 1 haben wir weiter runtergestürzt. Jetzt zum anderen. Und das gleiche Spiel nochmal. Und ich hoffe, dass wir dann auch soweit sind. Soweit, dass wir schon mal sehen können, wofür wir das Ganze denn gemacht haben. Auf jeden Fall, ja, super. Ganz ehrlich, liebes Yugong, ich will mit dir gerade nichts am Hut haben. Mit Superbällen wird das eh noch unwahrscheinlicher sein, den zu fangen. Und das wäre mir jetzt gerade Zeitverschwendung. Gut, jedenfalls, die Seeschauminseln, es ist schon ein Ort, wo, oder der schon sehr rätsellastig ist, wo man gut und gerne auch mal ein bisschen längere Zeit verbringen kann. Insofern hoffen wir mal, dass wir das hier ganz gut schaffen. So. Also auch das Ding hinunter. Und wisst ihr was? Auch wir gehen es hinunter und landen im Wasser tatsächlich. Aber da wir die beiden Steinchen platziert haben, können wir hier jetzt normal langschippern. Ist quasi so eine Art Wall, dass die Strömung nicht so stark ist, denn sonst wären wir von der Strömung ja weggeströmt worden. So, und ein paar Hyperbälle hier. Gut, jedenfalls dafür sind diese Steine gut. Sie sind in jedem Fall sehr notwendig. Und dadurch können wir hier auch weiter und finden noch einen Eisstein. Okay. Weiterer Evolutionsstein, sehr nett. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht brauchen werden. So, noch ein super Lockparfüm. Auf jeden Fall auch eine super Sache und es ist nicht super, dass genau vor uns ein Golbat spawnt. Also wirklich, das muss doch nicht sein. Okay, liebe Freunde. Und ich glaube, damit haben wir tatsächlich den Ausgang, also den südlichen Ausgang erreicht und damit haben wir auch ein Fleckmann mal wieder. Was zu uns sagen möchte, nee, so leicht haut er hier nicht ab, aber ich glaube, das machen wir doch. So, das ist auf jeden Fall hier der kürzeste Weg wieder hinaus und dann geht es hier weiter auf Route 20. Und damit können wir zumindest vorerst die Seeschauminseln verlassen, aber vorher kämpfen wir hier noch mit der guten Dame. Urlaub machen wir hier gerade nicht. Oder nicht mehr. Die Irene. Mit einem Knogger. Okay. Das ist nicht schön. Da ist Pikachu die falsche Wahl, aber vielleicht probieren wir es mal aus mit einem Doppelkick. Oh je. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ist gar nicht so gut. Okay, Turtok muss es richten. Immerhin können wir da mal sehen, was Turtok so drauf hat. Haben wir ja bisher noch nicht wirklich in Erfahrung gebracht. So, mehr als Fuchtler macht er nicht. Und dazu wird er auch gar nicht mehr kommen, denn der Surfer wird hier alles regeln, hoffentlich. So. Oh Wunder, Knogger ist besiegt. Ein Duflor, gut. Da wird es Zeit für unser nächstes Pokémon, und zwar für Glurak natürlich. Selbstverständlich, mal gucken, was Glurak so drauf hat und ob wir damit vielleicht auch einen One-Hit-KO schaffen. Gut, ich meine, das dürfte man eigentlich schon erwarten. Also eine Runde Flammenwurf. Und genau das passiert auch. Inklusive Level Up, und zwar Level 49 für Glurak. Sehr, sehr schön.
Und noch ein Knuddelluft zum Abschluss. Das ist aber gar nicht knuddelig hier. Ja, ich glaube, dann nehmen wir mal einfach Georock. Ich hoffe, dass sie vermehrt mit Normalattacken angreift. Und da wir sowieso mehr als einen Schlag brauchen, könnte da auf jeden Fall Georock die beste Methode sein, um zumindest so wenig Schaden wie möglich zu bekommen. Insofern mal gucken. Erdbeben. Wir greifen zuerst an, das ist schon mal sehr gut. Und ja, so ziemlich genau die Hälfte der KP nehmen wir ihr weg. Okay. Nee, oder? Paralyse, natürlich. Das ist super. Ja, jetzt greift sie natürlich zuerst an. Der Schaden macht mir keine Sorgen, aber okay, wir treffen auch. Das ist sehr gut. Ich hatte eher die Angst, dass jetzt Paralyse wirkt und wir dann das Ganze noch um Runden hinauszögern. Aber nee, nee. Alles gut. Du kannst keine Gnade. Natürlich können wir das nicht, denn wir wollen natürlich auch noch hier den Pokéball haben. Eine Herzschuppe. Eine einfache, super tolle Herzschuppe. Sehr cool. Okay. Dann geht's wieder ab ins Wasser. Und immer noch mal gucken, wo uns der Weg dann hinführt. Erstmal hier zu einem weiteren Pokebällchen, und zwar 3 Hyperbälle. Ja, wenn wir die nächste Stadt erreichen oder die nächste Insel, dann können wir definitiv mal neue Pokebälle kaufen, beziehungsweise neue Hyperbälle. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich vor dem nächsten Part dann vermutlich auf jeden Fall da ein bisschen Pokémon fangen werde und ein bisschen damit auch trainieren werde. So, noch eine Sprühdose Topschutz. Das ist sehr, sehr schön. Also Topschutz ist auf jeden Fall optimaler Schutz. Wobei Schutz hier gar nicht so wichtig ist, weil man den Pokémon ja meistens auch ausweichen kann. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Ach, wie schön. Das freut mich jetzt richtig für dich. Liebe Cassandra. Ja, Austoss. Ist das vielleicht die Perle, von der sie spricht? Ist auf jeden Fall eine starke Perle, aber süß? Ich weiß ja nicht. Ja, sehr widerstandsfähig ist sie auch nicht. So. Level up. Level 52. Und Taubos Level 49, sehr, sehr gut. Oh nein, meine Perle steckt doch noch in meinem Austausch. Solange es bewusstlos ist, kriege ich die da nie raus. Tja, man sollte die Perle niemals im Kampf einsetzen. Das sollte doch klar sein. Aber sie wollte nicht hören, insofern muss sie jetzt fühlen. Und Freunde, ich glaube, wir sind hier genau richtig. Und haben hier die Zinnoberinsel. Und genau das ist unser nächstes Ziel. Da haben wir schon die Arena ganz im Norden. Aber wir wollen natürlich zuallererst einmal schauen, was wir hier so haben. Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er hat hier schon gelebt, bevor das Labor gebaut wurde. Alles klar, aber wir wollen natürlich zuerst ins Pokémon Center rein, unser Team auf Vordermann bringen. Wir haben ja auch ein bisschen was erlebt zuletzt. Insofern immer die beste Wahl. Und dann haben wir auf jeden Fall demnächst viel zu tun, viele neue Abenteuer zu erleben hier auf der Zinnoberinsel. Natürlich auch mal gucken, was die hier so zu erzählen haben. Ich wollte die Arena der Zinnoberinsel besuchen, aber die Türen sind verschlossen. Es muss irgendwo einen Schlüssel geben, vielleicht in der Villa, in der ein Freund des Arenaleiters gewohnt haben soll. Ach was, ein Rätsel? Hast du eigentlich viele Freunde? Soviel ich weiß, werden mit Freunden getauschte Pokémon schneller stärker. Es kann sicher nicht schaden, das mal auszuprobieren. Selbst wenn du die Entwicklung eines Pokémon abbrichst, kann es weitere Attacken erlernen. Manchmal lohnt es sich sogar, die Entwicklung zu verzögern, bis es eine bestimmte Attacke erlernt hat. Das stimmt tatsächlich. Interessierst du dich für einen Typ Unlicht? Wenn ja, hätte ich einen Tausch gegen einen Slimer von Typ Unlicht anzubieten. Okay, nee, wollen wir aber auch nicht. Ehrlich gesagt.
trotzdem vielen Dank fürs Angebot natürlich. So, was wir jetzt definitiv machen müssen, da ich ja auch nach diesem Part trainieren möchte, ist jetzt hier in den Shop vorbeizuschauen. Für den Fall der Fälle sollte man immer jede Menge Items bei sich tragen. Ob sie hier das Item X-Angriff verkaufen, es ist doch im Kämpfen so nützlich, da es den Angriffswert erhöht. Ja, wir gucken mal, was die verkaufen hier. Und zwar unter anderem ein paar Hyperbälle natürlich. Wie gesagt, da müssen wir es ordentlich zuschlagen. So, auf jeden Fall so... ja, 64 nehmen wir einfach mal jetzt so mit erstmal. Ist eine schöne Zahl. Und ein paar Hypertrinker natürlich auch noch. Wobei, wir haben ja schon einige. Supi. Okay, dann würde ich mal sagen, soll es das gewesen sein hier von unserer kleinen Einkaufstour. Und dann würde ich auch mal sagen, sehen wir uns dann hier beim nächsten Mal die Zinnoberinsel genauer an, ein bisschen gestärkt. Und ja, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen hier in diesem Part. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin, meine Lieben, macht es gut. Und schau!